Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie sich hier die Aktienmärkte anschauen und denken, was um Himmels Willen hat das mit der Realität zu tun? Gar nichts. Das ist doch irgendwie ein Computerspiel, ein Fantasy-Spiel, was dermaßen abgekoppelt ist von den Dingen, die wirklich passieren. Und manchmal denkt man sich ja, sind die anderen bescheuert oder bin ich bescheuert? Und nach wie vor ist diese Frage ja nicht beantwortet. Aber es gibt ja zumindest den einen oder anderen, der ähnlich denkt, der ähnlich sagt, also das kann doch eigentlich nicht sein, was da abläuft. Und derjenige ist Mohamed El Erian, der ehemalige PIMCO-Chef, der also durchaus ein großes Rad schon im Finanzbereich gedreht hat, derzeit nach meiner Auffassung einer der klügsten Beobachter ist, die wir derzeit haben, der Szene. Und der hat in einem Bloomberg-Interview gesagt, es gibt ein massives kognitives Versagen der Märkte, überhaupt zu verarbeiten, was da für ein Schaden der globalen Wirtschaft entstanden ist. Das hat sich ein bisschen abgekoppelt. Und wie sich das abgekoppelt hat, das sehen wir hier in dieser Grafik. Da sehen wir die Global Stocks, also praktisch MSCI World, alles, was irgendwie gehandelt wird, und Global Macro. Und Global Macro ist also praktisch die Konjunkturdaten der Welt, und die sind im freien Fall. Und das interessiert die Aktienmärkte irgendwie nicht so, weil sie denken, oh, vorübergehend, das wird gleich wieder besser, das Coronavirus ist bald weg, dann haben wir einen Impfstoff, dann haben wir die Liquidität der Notenbanken und dann marschieren wir nach oben. Aber die Frage ist, passiert das so oder kommt es dann doch ein bisschen anders? Und das ist eben die große Frage. Aber schauen wir uns mal hier an, was gestern wieder passiert ist. Man kann vielleicht die Rechnung aufstellen, je mehr Arbeitslose in den USA sich melden, gestern ja die US-Erstanträge, umso bullischer ist die ganze Geschichte. Gestern hat das Spiel dann nicht mehr funktioniert, da gab es dann einen kleinen Dämpfer, die meisten US-Indizes relativ unverändert. Und wir sehen hier nochmal die Differenz, ich hatte das schon mal gestern gezeigt, zwischen dem Bloomberg Consumer Comfort Index, also praktisch der Stimmung der Verbraucher, der Realität, der Leute, die sozusagen Realität erleben. Und das obere blaue ist der S&P 500, der eher nicht die Realität abbildet. So gewinnt man manchmal den Eindruck. Die Stimmung der Main Street, also der Privatinvestoren, ist derzeit ziemlich schlecht, fast so schlecht wie im März. Ist das schon fast wieder kontraindikatorisch bullisch? Diese Frage muss man stellen, aber wir haben heute ja zunächst mal dann in Sachen Realität den IFO-Index. Das wird die nächste Realitätsprobe sein. Wir waren zuletzt über 86, schon mit einem deutlichen Absturz. Jetzt wird 80 erwartet. Gestern ja Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich, Eurozone, Katastrophe. USA auch Einkaufsmanager-Index, Katastrophe. Erstanträge erwartet schlechte, muss man sagen, aber Verkäufe neue Häuser schlecht. Also das ist schon ein Horrorkabinett, was wir da gesehen haben. Aber was die Märkte eben umgehalten hat, das ist der Glaube an das Wunder. Und man glaubt an das Wunder, obwohl die Menschheit es nicht geschafft hat, das Coronavirus in irgendeiner Form jemals zu bearbeiten durch Antikörper, Medikamente, geschweige denn einen Impfstoff. Das ist auch bei Tieren nicht gelungen. Wie auch immer, es ist jedenfalls so, dass man eben hier weiter geglaubt hat. Und jetzt kam dann diese Meldung der Financial Times, nachdem die WHO aus Versehen einen Bericht veröffentlicht hatte, dass eine klinische Studie von Gilead Sciences, die Remdesivir eingesetzt haben, auch bei chinesischen Patienten, diese Studie sei dann früher abgebrochen worden, so hat Gilead gesagt, weil einfach zu wenig teilgenommen haben. Aber faktisch, so sieht es aus, hat dieses Medikament versagt. Die Hoffnungen, die da waren, und da gab es ja eine massive Rallye, als diese Meldung kam in diesem Biotech-Magazin. Da ging es, glaube ich, 4-5% nach oben. Jetzt ist es nicht 4-5% nach unten gegangen, aber ein bisschen was nach unten gegangen ist dennoch. Aber es ist schon eigentlich Pharma-Rausch in Absurdistan. Hier sehen wir Sid Donald, der jetzt aber gleichwohl immer wieder diese Hoffnung schürt, gestern in der Pressekonferenz. We are very close to a vaccine. Man sei also sehr, sehr nahe an einem Impfstoff. Naja, vielleicht in den nächsten 30 Jahren kommen wir ein bisschen näher. Er hat auch gesagt, und das finde ich interessant, dass Trump plötzlich so Töne in die Pressekonferenzen mit einschleichte, die irgendwie anders sind als vorher. Er hat gestern ja den Gouverneur von Georgia kritisiert, der ja am Montag praktisch den Bundesstaat in den USA wieder aufgesperrt hat. Jetzt sagte er, wir werden vielleicht das Social Distancing verlängern müssen bis in den Sommer, Early Summer, in den frühen Sommer. Und wir müssen das so tun, bis wir uns sicher fühlen. Das sind ganz neue Töne von St. Donald. Damit ist er offenkundig immer weiter in der Richtung, dass die ganze Geschichte möglicherweise länger dauert. Hier sehen wir nochmal
Wie groß das Problem ist eigentlich mit dieser Immunität, auch dieser Glaube an die Herdenimmunität ist nach meiner Auffassung ein Mythos, aber vielleicht ist es der Fall, wir wissen es jedenfalls nicht. Jedenfalls wissen wir nicht, wie lange eine Immunität, wenn sie denn besteht, überhaupt der Fall ist. Das ist eben anders als bei anderen Grippen und wir sehen hier eine Grafik, die zeigt die Todesrate eben von Covid-19 im Vergleich zu anderen Grippen. Die ist signifikant erhöht, weil dieses Virus signifikant aggressiver ist, signifikant ansteckender ist offenkundig. Es verbreitet sich signifikant schneller, was die Frage seiner Herkunft natürlich stellen lässt. Aber sei es drum, diese Grafik ist natürlich gefälscht von Bill Gates, George Soros, dem Papst und Lothar Matthäus. Gehen wir mal weiter und schauen uns an, was eigentlich so auch in der Realität der Fall ist. Dann sehen wir hier die Daten aus Japan. Leute, die in Japan ankommen per Flug, per Eisenbahn oder per Schiff oder vielleicht vom Mond runterspringen, kollabiert und das wird sich auch nicht so schnell ändern, wie Andreas Steno Larsen hier richtigerweise bemerkt. Und das wird für die Fluglinien ein Riesenproblem werden. Wir sehen hier, Boeing hat jetzt bekannt gegeben, die Dreamliner-Produktion zu drosseln und Jobs abzubauen. Dazu kommt, dass jetzt eben Fluglinien massenweise Orders canceln, wie Cathay Pacific, wie hier die South China Morning Post twittert oder berichtet. Und wir haben die nächste Pleite, wo JCPenney dürfte, ziemlich sehr, sehr, sehr großer Einzelhändler in den USA, dürfte Insolvenz anmelden, wahrscheinlich schon heute. Aber jetzt hat man natürlich wieder neue Dinge besprochen und beschlossen in den USA. 500 Milliarden werden jetzt nochmal schnell aus dem Hut gezaubert und hineingepumpt in die Rettung. Sven Hendrik verweist auf den kürzesten Witz der Weltgeschichte, der heißt Schuldenobergrenze. Haha, da kann man lange drüber lachen und der Witz ist wirklich kurz. Wir sehen, dass jetzt insgesamt etwa 8 Billionen in Rettungsmaßnahmen gepackt wurden. Hier sehen wir, je grüner die Farbe, umso größer das Rettungspaket, wenn Sie Zufälligkeiten und Ähnlichkeiten erleben hier mit den USA, dann ist das natürlich rein zufällig. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich hier die angelsächsischen Länder, China sehr stark dabei sind, dass auch Europa sehr stark dabei ist. Aber Europa hat Probleme. Hups, das wollte ich nicht machen. Jetzt mache ich mal was anderes. Oder wie Mario Basler gesagt hat, ich mache immer das, was der Trainer sagt und manchmal mache ich was anderes. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel auch in den USA jetzt der Gürtel ein bisschen enger geschnallt werden muss. Viele Kreditkartenfirmen begrenzen jetzt schon die Limits, wie jemand sozusagen ein Konto überziehen kann. Und wir sehen Stress eben auch in Europa. Was wir hier sehen, ist der dreimonatige Euribor. Das ist im Prinzip der Interbankenzinssatz in der Eurozone. Also der Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. Und wir sehen, dass der in den letzten Tagen massiv gestiegen ist. Dazu gibt es zwei Erklärungen. Die erste lautet, da ist richtig Stress im System. Die Banken misstrauen ein bisschen einander. Heute Abstufung von Deutsche Bank und Commerzbank durch S&P, die Ratingagentur. Die zweite Erklärung ist, dass die Fed die Dollarausleihen so günstig gemacht hat, dass sozusagen die Banken sich derzeit eher Dollars leihen anstatt andere Währungen. Die erste Überzeugung finde ich sprechender, überzeugender. Und wir sehen hier doch sehr kontroverse Aussagen auch aus der Eurozone. Gestern konnte der italienische Ministerpräsident gesagt haben, wir haben großen Fortschritt gemacht, hätte man vor einigen Wochen noch überhaupt nicht dran denken können. Während Macron sagt, der Franzose, wir können bisher nicht eine wirklich angemessene Antwort finden auf das, was da passiert. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann hat Europa keine Zukunft. Also eher pessimistische Aussagen des französischen Staatschefs. Noch ein paar Hinweise für Öl. Wir haben jetzt die Meldung der CME, der Chicago Mercantile Exchange, also der Börse, wo diese Future-Kontrakte, wo Future-Kontrakte insgesamt gehandelt werden. Die Hauptstadt, die Börsenhauptstadt ist ja eigentlich mehr Chicago als New York. In Chicago, da werden Futures gehandelt vorwiegend. Das ist also mindestens die Future-Hauptstadt. Hier sehen wir, dass die CME jetzt die Margins, die Sicherheitshinterlegungen für den Öl-Future hier erhöht haben von $8,500 auf $10,000. Man bewegt ja mit einem Future-Kontrakt, der CL hier, bewegt man 1000 Barrel. Wenn der Ölpreis noch bei 60, 70, 80 Dollar war, dann hat man also 1000 mal diese 80 Dollar bewegt. Inzwischen ist es ein bisschen weniger, aber unwesentlich weniger. Und wir sehen über die großartige Erholung, die gestern ja beim Ölpreis, die gestern ja dann die Rallye auch in den Aktienmärkten bedingt hatte, sehen wir, wie großartig diese Rallye in etwas übergeordneter Perspektive ist. Aber schauen wir uns mal die Charts an hier, was sich denn eigentlich tut. Hier sehen wir dieses langsame Absacken
Beim Dow Jones in etwa, wenn Sie hier diese rote Kerze erkennen, da ist Gilead, das Remdesivir, Versagen sozusagen dran schuld. Ja, mein Gott, das ist blöd gelaufen. Jetzt haben wir den DAX aktuell bei 10.000. Wo sind wir? 321. Wir haben Euro-Dollar, der Schwäche zeigt. Wir sehen Dollarstärke in letzter Zeit wieder oder in den letzten Stunden unter der 1,8er Marke und zwar relativ deutlich. Wir sehen, dass Gold nach wie vor sich hält, 1725, und wir sehen die massive Rallye bei Crude Oil, die uns jetzt auf astronomische 18,37 Dollar geführt hat. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Es ist schon eine etwas merkwürdige Geschichte, was da läuft an den Aktienmärkten. Die Frage ist, spinnen die oder spinnen wir, die das ein bisschen nüchterner, rationaler sehen? Oder denken die Marktteilnehmer, ja, wir kriegen ja früher oder später Inflation, ne? Und dann werden Sachwerte wie Aktien mehr wert? Oder ist das Coronavirus morgen weg? Vielleicht aber auch nicht. Also es ist ein bisschen schwierig, die Motive zu verstehen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, vielleicht sie etwas einfacher. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Heilung am Freitag, geht den letzten Handelstag der Woche. Und dann sind wir froh, dass wir Wochenende haben. Und ich meine Stimme nicht mehr hören muss und Sie wahrscheinlich auch nicht. Also, pfiat euch, servus.